Also, wir haben 1988 gegründet. Wir waren 5 Gründer, darum der Name 5. Also, gestartet haben wir in der Stadt Bern. Es war wichtig, dass wir in Bern gründen. Wir waren dort in einer 2,5-Zimmer-Wohnung und hatten auch genug Platz. Es waren viel bei den Kunden draussen. Das Aktienkapital war dann zumal schnell aufgebraucht. Wir haben teure IT-Infrastruktur beschaffen. Also ein IBM mittlerer Rechner hat dann 80'000 Franken gekostet und das haben wir gebraucht, um Software zu entwickeln. Das Logo, das war halt eigentlich ein bisschen abgeschaut vom IBM-Logo, Big Blue. Also die Striche im 5-Logo, die haben wir auch blau gemacht und haben die im IBM-Logo abgeschaut. In der ganzen 5-Zeit hatten wir 3 Krisen, die wir gut überstanden haben. Das war die Dotcom-Blase, es war die Finanzkrise und Covid. Und Pfeiff konnte das gut meistern. Das Schöne ist, dass wir für Kunden kalkulierbar sind. Das war immer wichtig, dass Kunden auf uns zählen können, dass wir wirklich ein kalkulierbarer Partner sind. Mittlerweile sind wir über 60 Mitarbeitende und wir haben über 1'500 Kunden. Wir haben fast keine Fluktuation. Das zeichnet uns sicher aus in 5, dass wir viele langjährige Mitarbeitende haben. Jetzt rückt die Zeit näher für Geschick von der Firma in neue Hände zu übergeben. Wir haben das Glück gehabt, dass wir einen äußerst kompetenten und empathischen Nachfolger gefunden haben. Ich freue mich, dass der Oliver Liotte am 1. September schon bei uns startet und dass im 1. Januar 2023 die strategische und operative Geschäftsführung übergeben kann. Ein ganz herzliches Merci allen Kunden, den Partnern, aber vor allem den 5 Mitarbeitenden. Es war eine tolle Zeit mit allen zusammen durch die Jahre.